Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute orakeln wir Bremen gegen Frankfurt in der Bundesliga. Ja, heute ja drei Spiele in der Bundesliga und ich hätte am liebsten jedes orakelt. Das ist zeitlich allerdings nicht so wirklich machbar. Und deshalb habe ich mich dann doch für Frankfurt entschieden, weil Frankfurt sich ja auch öfter mal gewünscht wurde, sage ich mal, in letzter Zeit. Machen wir doch gerne, habe ich auch nicht so ein wirkliches Problem mit, weil Frankfurt eine von den Mannschaften ist, mit denen ich eigentlich, auch wenn man es jetzt hier gerade nicht so erkennt, ganz gut klarkomme, wenn nicht sogar mit am besten. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, das muss irgendwie an der taktischen Aufstellung oder so liegen, aber irgendwie Bremen hält mich hier gerade ganz schön in Schach, muss ich sagen. Ja, es ist immer ärgerlich, wenn du da zwei Verteidiger stehen hast und du dann den zweiten, also den falschen bekommst. Ja, ich hatte Frankfurt, ja, kennen wir schon. Also die Ecke habe ich genau so schon mal reinbekommen. Worauf ich hinaus wollte, Frankfurt ist in meinem Blickfeld eigentlich ein bisschen schwächer gestartet. Aber mittlerweile, ich habe eben nochmal nachgeguckt, sind die Siebter in der Bundesliga und haben zuletzt alles Mögliche gewonnen. Gar nicht so schlecht, ne? Also, ja, gibt's nicht. Also ich habe hier, ich merke das schon, gegen Bremen so eine kleine Schwierigkeit drin, ne? Also das ist schon interessant, wie die hier mich hier teilweise an die Wand spielen. Ja, come on, der war schön durchgestochen. Das gibt's nicht, da ist er noch dran, ey. Da ist er da noch dran. Ich wollte ihn so schön an ihm vorbeilegen. Ah. Nee, ins Knicken. What? Was war das denn? Wieso schießt er nicht? Also ich habe den Ball da auf jeden Fall nicht so hingelegt. Was auch immer da... Also was das auch immer für ein Ausfallschritt da so komisch war. Also keine Ahnung. Nun, Götze. Ja, können wir so hier vorbeigehen? Ja, können wir? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wir spielen immer noch auf Profi und spielbasierende Schwierigkeit oder wie das heißt, ist an. Und es hält mich in Schach. So, dann mach mal den Abstoß hier irgendwann mal. Nein, den hätte er mitnehmen können, den Ball. Wow, zwei Spieler von mir rennen dran vorbei. Keiner nimmt den Ball mit. Frankfurt hat auch eine gute Idee. Jetzt. Ja. Kann man so machen. Ja, wie wäre es, wenn hier mal einer auch mal in den Sturm rennen würde und nicht zurückläuft? Ja. Das gibt's nicht. Da ist der auch wieder dran. Manchmal macht mich das richtig irre, wie die Torhüter einfach auf einmal alles weghalten, während sie vorher... War das gerade sein Ernst? Ach so, okay, das sah aus, als wenn mein Spieler da dran gewesen ist. Auch da ist der Gegner wieder dran. Also jetzt so langsam wirkt das so ein bisschen lame hier gerade. Das ist wieder so ein Spiel, wo du dir so denkst, okay, wir haben einfach... schon vier Top-Torchancen gehabt und der Gegner eine. Und wer führt der Gegner mit einer Torchance? Das ist ein bisschen mies. Klar haben sie in der Anfangsphase mehr gedrückt, aber jetzt so mittlerweile wäre doch ein Ausgleich verdient, oder? Ja, es ist halt scheiße, weil sich keiner so richtig... Guck mal, die bleiben da auf der Linie so easy peasy stehen. Da hat er den Ball auch wieder so komisch angenommen, dass das der Gegner da wieder so lockerlässig mir einfach den Ball wegnehmen konnte, wo ich mir so denke, ey, wenn du den Ball nicht so bescheuert annimmst. Ich sag ja, die laufen sich ganz blöd frei irgendwie. Die bleiben dann Ewigkeiten da so hinter der Abwehrkette stehen, wo du dir so denkst, hä, lauf doch einfach davor. Oder da so mitten rein oder sowas. Irgendwas. Das bringt mir halt nichts, wenn ich mich hier die ganze Zeit... Ah, verdammt. Wieder zu spät gepasst.
Das nehme ich auf meine Kappe, da hätten wir schön durchstechen können. Da habe ich den. Da hätte er sich tatsächlich mal freigelaufen. Aber nee, wir hatten jetzt hier 4 Chancen oder so. Also das geht gar nicht klar, dass wir hier. Ja, gib mir doch den anderen. Bro. Wir haben doch alle gesehen, dass der Spieler von mir da rumgelaufen ist. Ja, da lässt er sich abzocken. Ja, weg ist der Ball. Nee, das, da sind wir gerade drauf und dran, das hier so ein bisschen zu verspielen. Ja, guck dir das mal an, wie engmaschig diese dämliche Verteidigung da steht. Du hast einen Stürmer oder einen Spieler von mir und einfach 3 Verteidiger von denen immer. Ecke kommt in den 16er. Das gibt's nicht. Auch da ist er wieder Das war dran. gefährlich. Da muss ich, also Auf das wäre im diese Prinzip Mathe genau die wieder gleiche nicht Variante gut. gewesen, die Den der Ball Gegner kann er mir per klären. Kopfball reingehauen hat. Nur wir haben da Geschieht halt dir seine nicht zu Einschätzung viel zu dieser oder Rolle nicht, für gute oh. Unterstützung? Habt ihr Kann ein gesehen, wie er Stürmer da in dem oder Moment der den Spieler wechselt? Was soll das? im Augenblick Was soll auch? das? Also in meinen Augen ist das eine gute Leistung bisher. Da suchen Sie jetzt die Ja, Lücke. nein, vielleicht. Nein, ja. Er schießt! Na, geht Das doch. Tor! Und jetzt ist das Spiel wieder Haben mir offen. schon Sorgen gemacht. Boah. Und jetzt Das kommt war diese Röhne schon noch nervig damit. jetzt hier Damit gerade. haben wir ja schon fast nicht mehr rechnen können bei dem, Und was jetzt der müssen wir hier halt macht. aufpassen, weil die werden jetzt wieder einen so einen hässlichen Angriff haben und der wird dann auch Und wieder damit drinnen sein. Kovnatski. Mal hier wieder, wie die ganz locker so. Das war auch wieder nicht so geil. Götze. Ja, Er nee. kommt nicht durch mit Das dem ist Pass, so der eine Verteidiger hässliche verfolgt. Dreierabwehr, die da, also wahrscheinlich so ein Fünferabwehrring. Oh nein, ich hab's verkackt. Den hätten wir schon früher spielen können. Das ist die Komm, Chance. hau die Noch dämliche die Pille Chance da da. rein. Ball ist drin. Meine Güte. Der erste Versuch wird doch So gut sieht's aus. gehalten, So aber wird ein der Schuh Schuss draus, würde ich schwer zu sagen. halten. Das So, ist jetzt ein auf jeden Fall Fußball dranbleiben. nach Die werden, Fußball. das hat man eben schon gesehen. Meine Leute stehen Jetzt da zu steht's hier 5 daneben, während 2-0. der Eine Gegner enge einfach ganz Kiste. locker sich so denkt, Jürgen. ey, ja, ich passe hier mal so und dann spiele ich mal hier so lang und keiner nimmt mir den Ball ab. Ich bin Da gibt's den Maradona, ich laufe Kovnatski. einfach über das ganze Spielfeld. Schmied. So. Die Nee. Geduld Ist auch eines schon wieder Spielers Scheiße braucht. hier. Ja, Dann nehmen wir fehlt mit. doch die letzte Da ist Konzentration. der Der ist Computer dabei. wenigstens automatisch mal so ein bisschen reingegangen in die Nummer. Na, schade. Da wollte ich Noch schnell spielen. Habe ich 24 gedacht, Minuten zu absolvieren. probieren wir es mal auf die Art und Weise. Nee, aber durchaus bis Amos jetzt ein Pieper. realistisches Ergebnis. So könnte ich mir das auch vorstellen, dass Bremen irgendwie. Bremen Schmied. ist halt so eine ganz komische Mannschaft geworden. Also die Und waren das mal eine Zeit Ball lang, habe ich noch die mal. weg. Boah, jetzt. Da hätte man schon früher passen müssen, definitiv. Hat jetzt Anspielstation. Ja. Komm, hau das Ding einfach mal rein da. Der sah gefährlich aus. Könnte man besser schießen, hätte man mehr daraus machen Jetzt können, wieder definitiv. Aber neue ich finde Sätze dieses setzen. Es gibt den Abwehrkonstrukt von Bremen Doppelwechsel. auch nicht so geil gerade. Wir haben da 3 Mann in der Mitte in der Abwehr und 2 über die Außen. Jedenfalls spielt es sich gerade Zuverlässig. so. Irgendwie laufen die immer so. Ja, wie gesagt, Bremen habe ich mal eine Zeit lang richtig hart abgefeiert. Bosch. Damals mit Ailton, Klasnic oder dann auch mit Pizarro Die und Zeit hat Klose. sie nicht mehr und sie versuchen es nochmal. Sie Boah, fordern was? nochmal. Okay, Wer kann jetzt noch jetzt aus müssen wir dem aufpassen. Ausgleich machen? Weil jetzt wollen die hier definitiv Das irgendwas. bleibt hängen. Das merkst du, die werden auf einmal so ein bisschen ruppiger und natürlich ist es dann auch kein Foulspiel, ist klar. Joseph steht hier eine knappe Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel. Sieht gut Jetzt, aus, come Wolf. on. Kurz eingehakt, jetzt wird's vielleicht gefährlich. Jetzt muss das Ding natürlich abgehen hier. Jo, wenn der reingeht, dann ziehen sie hier durch und Ich habe ein alles bisschen unter kräftiger Kontrolle. geschossen, weil wir noch so Aber weit so weg geht waren. das Zittern eben weiter, wenn Und sich dann, das hier nicht nochmal ich habe rächt. nämlich befürchtet, also wer sich Es an gibt die einen erste Wechsel. Halbzeit zurückerinnert, der weiß, dass der Torwart einfach alles Mögliche da gehalten hat. Und deshalb wollte ich hier ein bisschen mit mehr Wumms hinter, Sechs aber Minuten haben wir hier noch. ja, dann muss man natürlich auch so einigermaßen zumindest das Guter Tor. Steilpass hier, macht er gut. Hätte Ah. gefährlich werden können, aber er ist Aber da. den Ball hätte er nicht annehmen brauchen. So. Oder mit links schießt oder sowas. Er hat sich den nochmal Weiser. so auf rechts gelegt. Ja gut, vielleicht ist er Rechtsfuß. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht nochmal was Naja, wie los. gesagt, Bremen war Ich halt mal eine glaube Zeit lang auch, ganz cool das und dann dürfte sind hier die irgendwie so nochmal ganz ganz, lame ganz enge geworden. Also Kiste weiß ich nicht, werden. ich finde Bremen so lahm. Und das macht er schlecht.
als Mannschaft. Das ist so. Die sind aber auch null einzuschätzen. Jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt kommen sie wieder, verkacken sie. Und jedes Mal, wenn du denkst, so, okay, jetzt geht's wieder bergab, gewinnen sie auf einmal wieder so random. Also ich finde, Bremen ist so wirklich so eine richtig hart random Mannschaft. Deshalb so ein 2-1 kann ich mir gut vorstellen. Ne? Dass Bremen da, oder dass vielleicht Frankfurt 1-0 führt, dann 1-1 oder so. Auch Bremen könnte hier 2-1 gewinnen, also weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen, wenn du dir das Spiel jetzt hier anguckst, eigentlich relativ verdient. Ne? Die hatten jetzt hier eine krasse Chance, das war diese dämliche Ecke. Und diese Ecke habe ich mindestens schon einmal genau so reinbekommen. Das ist halt lame, weil da kannst du nichts gegen machen. Also wahrscheinlich können da irgendwelche Profis was gegen machen. Aber ich bin kein Profi. Nee, es ist halt so dieses einstudierte Prinzip, weißt du? Der Eckball kommt, der Typ geht zum Kopfball hoch und dann geht er hinter dem Torwart runter. Wow. Torwart kann nichts machen. Abwehrspieler werden sowieso generell immer abgehangen von den gegnerischen Stürmern. Andersrum funktioniert das übrigens nicht so gut. Ihr seht ja, wie meine Stürmer sich denn da anstellen, wenn sie sich da gegen die Verteidigung durchsetzen müssen. Naja gut, eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.